In einer Welt voller lauter Stimmen und schriller Farben. Suchen wir nach der Wahrheit. Diese Wahrheit wollen wir verkörpern mit echter, wertebasierter Kleidung für eine Generation, die nach mehr sucht. Unser neuester Pullover, ein Statement für diejenigen, die sich nicht scheuen, die Wahrheit über die Wokeness zu stellen. Ketzerderneuzeit.com, wo Qualität auf Überzeugung trifft. Bestelle dein Pullover noch heute und sei Teil der Bewegung, denn in einer Welt, die nach Wahrheit dürstet, steht unsere Botschaft unerschütterlich. Wir möchten, dass alle Menschen, die herkommen in dieses Land, sich nach unseren Werten, Traditionen, Gebräuchen halten, so wie wir es ja auch machen, wenn wir nach Saudi-Arabien gehen. Ich bin eine Cis-Frau, mir spricht das ja keiner ab. Was ist eine Cis-Frau? Ich bin als Frau geboren und bin auch in meinem Leben Frau. Okay, also du bist eine Frau. Okay, willkommen Freunde, wir sind angekommen. 7-8 Stunden Autofahrt und jetzt sind wir in Nürnberg. Was soll ich sagen, Kulturschock? Ja, nein, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen anders als in Berlin. Aber hier drinnen sehen wir jetzt vielleicht ähnliche Zustände wie in Berlin. Am Anfang hat uns direkt mal die AfD begrüßt, Christen in der AfD, die aber nicht in die Messe reingekommen ist. Da war natürlich die Ablehnung gegenüber der Partei zu groß. Freunde, wir haben die Kameraprobleme gelöst. Nein, das haben wir offensichtlich nicht. Die Kamera ist so hell eingestellt, dass das Korrektiv glatt von weißen Vorherrschaftsstrukturen sprechen könnte. Aber gut. Schließlich wollen wir ja auch heute wieder neue Erkenntnisse gewinnen, also Licht ins Dunkel bringen. Und damit willkommen beim Kirchentag 2023, wo der christliche Glaube und das Engagement für die Zukunft von Kirche und Welt zusammengeführt werden soll. Maximal frisch bekehrt und mit großem Interesse mehr über Jesus und den Menschen, die ihm nachfolgen, herauszufinden, gingen Jasmin vom Kanal Liebe zur Bibel und ich also in Richtung des Haupteingangs der Messe. Und wer hätte damit jetzt gerechnet? Das angesprochene Engagement des Kirchentags konnte nicht weniger mit Jesus zu tun haben und erinnerte mich vielmehr an das, was ich aus der Welt schon gut genug kenne. Ausgrenzung von anderen, also oppositionellen Meinungen. Na dann, Vorhang auf für die Christen in der AfD, die sich fragt: Warum müssen wir draußen stehen? Weil du bist der Organisator, du kannst es am besten sagen. Hier ist eine große Messe über Christen, ihr seid Christen in der AfD, aber ihr müsst trotzdem draußen bleiben. Yes. Ja, wir können natürlich nur mutmaßen, wir haben keine Begründung gekriegt. Wir haben es beworben für den Markt der Möglichkeiten, wie viele andere Parteien auch, wie viele politische Stiftungen, und wir sind abgelehnt worden, ohne Angabe von Gründen. Wir haben eine sehr starke Verdichtung der Debatte in der Gesellschaft, in der politischen Debatte auf Schwarz- und Weiß-Denken. Die evangelische Kirche vertritt immer mehr linksgrüne Ideologien. Und ich denke mal, in vielen gesellschaftlichen Teilen der Politik ist eine Gegenmeinung nicht unbedingt erwünscht oder akzeptiert. Das sieht man ja in der ganzen Debatte, wo Gegenmeinungen nicht nur von AfD, sondern auch von der Werteunion, von Querdenkern einfach diffamiert werden. Und da ist die Kirche, die evangelische Kirche, ganz vorne mit dabei. Die Erfahrung ist, dass wir sehr viel Ablehnung erfahren. Und dass viele einen Konflikt sehen zwischen Christ und AfD. Man muss halt die Debatte haben, und die Debatte ist halt mannigfaltig und vielfältig, in dem Fall wirklich divers, ja. Aber sie wird nicht divers geführt, sie wird nur noch in einem Bereich geführt, und zwar links-grün. Und wenn man sagt, ja, die ganze Debatte ist doch nach links verschoben worden in den letzten Jahren. Dadurch hat sich ja auch erst die AfD gegründet, weil die CDU, CSU ja so nach links gegangen ist. Das wollen sie nicht wahrhaben. Dann sagen sie, ach, ihr verschiebt das doch, die AfD will das alles nach rechts rücken. Ich sage, nee, wir wollen es nur richtig rücken, und unsere Meinung ist vollkommen legitim. Sie steht auf dem Boden der Freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Christlichen Werten ebenfalls. Auf christlichen Werten. Die wollen wir hier pflegen, die wollen wir hier leben. Wir möchten, dass alle Menschen, die herkommen in dieses Land, sich nach unseren Werten, Traditionen, Gebräuchen halten, so wie wir es ja auch machen. Wenn wir nach Spanien gehen müssen, wenn wir nach Vietnam gehen, wenn wir nach Saudi-Arabien gehen, dann müssen wir uns auch an die Sitten dort gehalten, auch wenn wir Urlauber sind. Aber kann ich nicht in kurzer Hose in die Moschee gehen, dann muss ich eben eine lange Hose anziehen. Und das erwarte ich hier auch. Gesunder Menschenverstand am Ende. Genau, richtig. Dass wir auch nur noch das eine sagen können, was links ist, was grün ist, das ist toll, Klima, die neue Sekte, ja, die neue Kirche, ja, das ist die neue Religion für die ganzen Leute. Stichwort Klima auch. Ja, genau, das ist nur noch das, da wird alles geopfert, egal ob es rational ist, ob es vernünftig ist. Oder vorhin hier war ja auch dieses tolle Thema, deswegen habe ich es mir draufgeklebt, weil das haben die Leute hierher gebracht. Die sagen, ich habe kein Problem, weil Rassismus finden wir auch scheiße, ja, aber für mich ist Negerkuss und Mohren im Kopf oder Zigeunerschnitzel sagen. Die Frage allein heutzutage, woher kommst du, das ist ja schon zu viel des Guten. Genau, und das ist doch vollkommen okay, weil wenn man sieht, dass man nicht aussieht wie ein Europäer, wie ein Mitteleuropäer, dann ist es doch in Ordnung, weil dann hat man doch kein Problem damit,
weil man ihn ausgrenzen will, sondern man interessiert sich, wo kommst du denn her? Hat man vielleicht einen Gesprächsfaden, weil man vielleicht da mal war im Urlaub oder weil man da Fragen zu stellen will? Das hat doch damit nichts zu tun. Aber heute darfst du gar nicht mehr. Du musst alles akzeptieren, zu allem Ja und Amen sagen. Und wenn du gehst eine Millimeter links oder rechts von der Position, die der Mainstream vorgibt, dann wirst du schon gleich ausgebucht. Können wir so ein Ding machen hier, dass ich einfach die Frau Baerbock und den Herrn Gauck segne in Jesu Namen? Gerne. Natürlich. Wollen wir das machen? Ist das okay? Aber ich meine das ehrlich, also ich bin jetzt nicht irgendein Schleimer oder so ein Blödmann. Ja. Also Frau Baerbock und Herr Gauck, wir segnen Sie in Jesu Namen. Und zwar die Mitglieder von den Christen in der AfD. Cool. Ey, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und vielleicht sehen wir uns ja auf dem Rückweg, wenn wir gleich rausgeschmissen werden. Ich will es nicht Hoffen wir nicht. Das wird schon alles. Ich sehe schon den nächsten Titel des Korrektivs vor mir. Menschenfeindliche Christen der AfD haben heimlich ohne Erlaubnis für Baerbock und Gauck ein Masterplan-Gebet ausgesprochen. Im Ernst, glaubt es mir oder nicht, aber diese Fürbitte, dieses kurze Gebet für jene, die uns zumindest im politischen Kontext verfolgen, wenn wir beispielsweise irgendwelche Genspritzen nicht als Erlöse annehmen, war das einzig direkt christliche Handeln, was ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung an diesem Tag erlebte. Und das wohlgemerkt außerhalb des Kirchentags. Aber nun mal langsam. Direkt im Anschluss wartete dann nämlich schon eine interessierte Gruppe junger Leute direkt neben dem Stand, die mich eher kritisch beäugte. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns jetzt einfach gegenüberstehen können und auch miteinander reden können, ohne zu sagen, nein, ihr seid die Falschen oder ihr sagt, nein, wir sind die Falschen. Und von daher denke ich, ist es doch in Ordnung, oder? Ja. Cool. Ja. Cool. Okay. Gut, und eigentlich war es jetzt höchste Zeit, in die Messe zu gehen, aber ich fand diese Ausgrenzung aus Toleranzgründen, ich fand das einfach zu interessant, um mir die Frage zu verkneifen. Die AfD, die Christen in der AfD dürfen jetzt nicht dort auch einen Stand haben. Findet ihr das schon richtig, weil das eben zu falsch ist, sage ich mal, was diese Menschen sagen? Oder sagt ihr, nee, eigentlich, man müsste schauen, wie man damit umgeht, vielleicht anders umgeht? Man möchte ja nicht vorverurteilen, ja? Aber ja. Achso, du gehörst gar nicht zur AfD. Nein. Achso, weil du hier. Ich meine, guck mal, das blaue T-Shirt, so, ich war gerade. Ich dachte, er wäre abgetrennt davon. Okay, guck mal, wie er hier steht. So, ja, also ich finde das ja. Nee, ich habe Religionspädagogik studiert und ich muss tatsächlich sagen, also ich finde das äußerst schwierig. Ich habe mich natürlich auch sehr mit dem Thema Widerstand und so weiter beschäftigt und ich weiß nicht, inwieweit Sie sich da auskennen, ja, aber auch die deutschen Christen bekennen Kirche. Und ich muss es ehrlich so sagen, also auch in Ihre Richtung, das sind Formulierungen, die haben die deutschen Christen zum Teil genauso benutzt. Und Sie wissen, wer die deutschen Christen waren. Und da frage ich mich dann schon, also wie können Sie sich dann 80 Jahre später damit dahinstellen und erwarten? Damit wir zum Beispiel an einem Beispiel... Sowas wie natürliche Ordnung einer Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Alles klar, der erste Nationalsozialist war der Logik zur Folge Mose, der einflussreichste Israelit seiner Zeit, der da sagte, ehre deinen Vater und deine Mutter. Oder was ist mit mein Sohn, höre auf deinen Vater und deine Mutter und schlage ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Klingt, als erklärte die Bibel da eine natürliche Ordnung von Vater, Mutter und Kindern. Also, Ich hänge mich doch nicht an solchen Dingen auf, wenn es normale Begriffe sind. Das ist jetzt die inhaltliche Ebene. Jetzt definieren wir. Genau. Ja, was ist denn für Sie normal? Was ist normal? Eine Familie, wo, so wie Gott es eigentlich vorgesehen hat, seid fruchtbar und mehre durch. Nachwuchs. Nachwuchs. Sagen Sie mir jetzt, wie eine normale Familie, wie es Nachwuchs geben soll, wie Menschen geboren werden, mit zwei Frauen oder mit zwei Männern? Das geht auch, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Kannst du das kurz ausführen? Ist keine natürliche Kannst du das Ordnung. Kurz ausführen, wie das geht? Zwei ja, Frauen? Das geht zum Beispiel durch Samenspende und so weiter. Das geht ja geplant. Das ist ja von einem Mann, die Samenspende. Ja, natürlich. Okay, aber ich glaube, da sind wir uns biologisch ja einig. Nicht ganz. Ja. NBC News. Wird die Wissenschaft Männer bald unnötig machen? Die Möglichkeit scheint real, aber verlasst eure Männer noch nicht genau jetzt. Daily Mail Online. Wissenschaftler haben Sperma aus Knochenmark produziert. Es wurde eine Transplantationstechnik entwickelt, die den Mann effektiv aus dem Prozess der Schaffung von Leben entfernen könnte. Also darüber denken Menschen nach, dass man den Mann sozusagen abschafft, weil sie sagen, wir brauchen Männer nicht mehr. Und das finde ich dann sehr unnatürlich. Ja, natürlich ist Mann abschaffen ist eine komplett andere Sache, als was die da erreichen wollen. Haben wir doch schon mal eine Hand geben, haben wir doch schon mal eine Weile. Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt in einer Beziehung mit einer Frau bin und mir sage, ich möchte gerne ein Kind kriegen. Ich möchte ein Kind großziehen und ich meine jetzt... Also adoptieren zum Beispiel, weil Kind kriegen bedeutet ja jemanden zeugen. Ja klar. Das geht. Deswegen kann ich es voll nachvollziehen, weswegen man dann sagt, ich möchte gerne als Frau, Kind, ich als Elternteil, auch biologisches Elternteil,
meines Kindes sein. Genauso wie ich dann in meiner Partnerschaft auch möchte, dass meine Frau das gerne ist. Und die wird dieses Bedürfnis genauso haben. Biologisch geht das ja nicht, richtig? Biologisch wird ja dran geforscht. Also dann würdest du aber schon sagen, dass die Möglichkeit, den männlichen Part abzuschaffen, eine Möglichkeit sein sollte in Zukunft, wenn gerade dran geforscht wird. Ich sage nicht, dass es komplett abgeschafft werden sollte. Ich sage Möglichkeit nur, sollte es geben. Paare die Möglichkeit haben sollten, beide biologisch mit ihrem Kind verwandt zu sein. Du meinst das auch mit der göttlichen Schöpfung in Zusammenhang zu sehen, das kann man dann so... Ich bin der Meinung. Ja, ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir Menschen meinen und wollen eben vieles. Der eine wünscht sich eben genug Geld für die Miete und einen gemeinsamen Sommerurlaub mit der Familie und der andere, dass zwei Frauen in Zukunft biologisch Kinder zeugen sollten. Aber wenn wir schon nicht Gott und seiner Schöpfungsordnung vertrauen, dann eben der in Teilen zur Ersatzreligion mutierten Wissenschaft, die zumindest Stand heute noch glaubt, dass nur Männer und Frauen Kinder bekommen können. Aber was weiß ich schon. Das wollte ich neu zu ihm sagen. Sie fragten mit normal und natürlich. Das finde ich eben normal, natürlich, von Gott gegeben, vorgegeben. Und alles andere ist eben unschuldig. Die Forschung, über die wir gerade reden, beruht auf natürlichen Gegebenheiten, die in den Körpern der Frauen stecken, die sich zu Nutzen gemacht werden. Und laut der Standard sind wir da zwar noch nicht, aber heute in 10 Jahren sieht das Ganze vielleicht schon anders aus. In dem Fall aber eben ohne Frauen. Babys aus dem Labor. In 10 Jahren könnte ein Kind 2 biologische Väter haben, ohne Mutter. Nachdem ein gesundes Junges aus den Zellen von 2 männlichen Mäusen entstanden ist, rückt diese Möglichkeit auch für Menschen näher. Jetzt dabei sind, dass wir sollen nicht Gott spielen und alles sowas. Wenn wir jetzt eine Frau haben, das kommt ja tatsächlich recht häufig vor, die keine Kinder kriegen kann, einfach weil Gelbkörperchen zu hoch oder alles sowas. Und sie hat einen Mann und möchte mit dem ein Kind zeugen. Spielen wir dann schon Gott, wenn wir ihr beim Frauenarzt Medikamente verschreiben, die das regeln, dass sie dann ein Kind kriegen kann? Weil dann spielen wir ja eigentlich auch schon Gott, also wir dürfen ja da gar nicht eingreifen. Und spielen wir Gott, wenn wir jemanden vom Krebs heilen? Weil das geht ja eigentlich auch nicht, weil ich meine, wir sollen ja nicht Gott spielen. Also, sau interessante Fragen. Ich würde aber schon Unterschiede machen, wenn es zum Beispiel darum geht, okay, wir lösen die Geschlechter auf, im Sinne von, es gibt gar nicht mehr Mann und Frau. Spricht doch niemand. Davon spricht niemand. Hat nie gesprochen. Aber darf ich kurz fragen, was dieses Symbol bedeutet? Worum geht's? Dieses Symbol, ja. Das ist die Regenbogenflagge. Kennst du diese Regenbogenflagge, die progressive, wo noch die Transidentitäten drin sind? Geht es darum, um Geschlechter dann eben auf eine geistliche Ebene zu bringen, wo man sagt, okay, das biologische Geschlecht spielt keine große Rolle, das sind Konstrukte, wir können uns das selbst entscheiden, was wir sind. Ist das nicht die Meinung dieser Flagge? Natürlich, okay. Aber ich bin eine Cis-Frau, mir spricht das ja keiner ab. Das ist eine Cis-Frau? Ich bin als Frau geboren und bin auch in meinem Leben Frau. Okay, also du bist eine Frau. Also wenn jetzt ein Mann sagt, er ist eine Frau, ist er dann eine Transfrau oder ist er eine Frau? Dann ist er eine Transfrau und eine Frau. Das widerspricht sich nicht, das ist ein Adjektiv. Trans, Cis, das sind alles Adjektive. Okay, also du würdest sagen, du als Frau bist genauso Frau wie, sagen wir mal, du fühlst dich jetzt als Frau, auch auf eine Frau bist. Auf jeden Fall. Warum? Auf jeden Fall. Ich meine jetzt, warum nicht? Es ist ja in meinem Kopf. Jetzt machen wir mal ein Experiment. Sie machen jetzt mal die Augen zu. Ich vertraue dir. Nicht schubsen. Na klar. Und Sie stellen sich jetzt bitte einmal vor, Sie haben keinen Körper, gar nichts mehr. Sie sind im luftleeren Raum. Nur Ihr Geist. Gruselig, aber ja. Ja. Sind Sie immer noch ein Mann? Ja. Sehe ich genauso. Ich habe Freunde... Darf ich die Augen wieder aufmachen? Na klar. Ich habe Freunde, die sind trans. Ja. Und bei denen ist das genauso, dass sie die Augen zumachen und merken. Und, dann, wenn sie sich fragen, welches Geschlecht habe ich, kommt... Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Genauso wie bei uns, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, kommt. Und ich meine, auf also wir können durch unser Gefühl die Realität beeinflussen. Das ist ja das, was das Resultat aus dieser These ist. Gefühl ist was anderes. Also das ist ja wirklich... Oder unsere eigene Identität, wie wir über uns denken, sag ich mal. Das beeinflusst die Realität, ja, wie wir alle... Wenn ich morgen sage, ich möchte mir meine Haare färben, dann ist das auch was ich für mich gedacht habe und womit ich die Realität verändert habe. Sagen wir mal, die Realität ist jetzt, dass wir hier alle in einem großen Kreis stehen und ich mache jetzt die Augen zu und ich sage, euch gibt es gar nicht. Stehen wir dann trotzdem noch alle in einem Kreis? Das ist nicht vergleichbar. Warum nicht? Es ist nicht vergleichbar. Ich meine... Was hat das damit zu tun? Genau. Es war die Frage, das ist eine theologische, eine philosophische Frage, können Menschen die Realität verändern oder ist die Realität wahr und es gibt nur eine? Ja, Fragen über Fragen. Aber wenn wir es mal kurz auf den Punkt bringen, geht es eigentlich erstmal nur darum, ob eine Frau einen Penis haben kann. Gar nicht so kompliziert. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach zu einfach gestrickt. Ja, aber darf ich mal eine ganz andere Frage stellen? Warum kümmert ihr euch um sowas? Ja gut, weil ich eben meine, aufgrund von der Bibel auch, dass es eben gut ist, wenn der Mensch sich nach Gottes Maßstäben und Gesetzen richtet. Und würde er das tun, wirklich tun, und würde auch forschen in der Bibel und es als Autorität anerkennen, dann wäre es bestimmt für alle gut. Ich finde eben, der Erfinder des Lebens, der Gott er ist,
Wenn ich den frage und wenn ich mich nach seinen Gesetzen und Geboten richte, dass das mir nur gut tut und dass er nur mein Bestes will. Er sagt also, es gibt eine göttliche Ordnung, bestehend aus moralischen Gesetzmäßigkeiten, die uns nur zum Besten dienen. Ähnlich wie eine Leitplanke auf der Autobahn. Im politischen Sinne könnte diese Leitplanke zum Beispiel sein, dass man Jungen und Mädchen eben nicht Hormonblocker initiiert oder ihnen die Geschlechtsteile verstümmelt. Unter anderem eine Forderung der AfD, die in dem Punkt anscheinend vereinbar ist mit den christlichen Grundsätzen. Und das ist uns wichtig. Und insgesamt möchte ich sagen, das ganze Thema machen wir ja nur, weil wir eigentlich Menschen zu Jesus führen wollen. Ich habe Hoffnung über das hinaus, auch die AfD und auch die Meinung, die rettet nicht die Welt. Aber die grün-linke Ideologie mit Sicherheit und alles rettet es auch nicht. Aber Jesus rettet die Welt und hat sie gerettet. Und deswegen meine ich, und ich habe dann demjenigen gesagt, ich habe die Hoffnung über das Leben hinaus, auch auf den Himmel. Und ich möchte nicht allein gehen, ich möchte euch alle mitnehmen. Haben Sie die lebendige Hoffnung, dass Jesus Ihnen Sünde vergeben hat und dass Sie Sünde erkannt haben und bereut? Weil sonst kommen Sie eben ins Gericht und kommen eben nicht in den Himmel. Das steht aber so in der Bibel, das kann man glauben oder nicht. Also, dann bitte zeigen Sie es mir. Also Entschuldigung, dann zeigen Sie es mir bitte. Zeigen Sie mir das. Das ist eine sehr gute Frage und die wohl wichtigste, die sich ein Mensch überhaupt stellen kann. Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Das ist offensichtlich keine politische Streitfrage, sondern es geht um nichts Geringeres als die Sinnfrage überhaupt. Woher kommen wir Menschen? Was machen wir hier? Und wohin gehen wir? Gleich möchte ich euch dazu gerne drei Gedankenanstöße geben, aber schließen wir erst einmal diese lebhafte Debatte ab. Es geht ja um zwei verschiedene Sachen, ne? Also mir geht es vor allem als studierten Religionspädagogen um die theologischen Fragen. Und sie bringen aber in ihren Argumentationen politische Diskussionen mit rein. Und das finde ich höchst fragwürdig, denn das eine ist ein wissenschaftlicher Diskurs und das andere ist Populismus. Und da brauchen wir nicht reden. Wer entscheidet darüber, was ist? Weil wir sagen genauso, dass ihr dort jetzt Baerbock habt, eine der größten Populisten und wirklich Lügnerin, wenn du mich fragst, die Krieg führt, die Waffen liefert. Die ich nicht persönlich getroffen habe. Mir geht es jetzt hier um dieses Gespräch. Mhm. Aber du verstehst schon, dass die AfD hier ausgeschlossen wird und die anderen Parteien bei euch reingelassen werden. Haben Sie meine Frage verstanden? Ich habe nicht danach gefragt, warum die AfD ausgeschlossen wird, sondern ich habe gefragt, warum wir in unserem Diskurs Theologie und Politik vermischen. Ich glaube, das ist eine Reaktion darauf, dass die Kirche von links-grün übernommen worden ist und jetzt die andere politische Ebene sich... Das ist doch Schmarrn. Okay. Wo ist denn die Kirche links-grün übernommen? Ja, dieser Frage werden wir zum Glück eine ganze Folge widmen. Ihr könnt gespannt sein. Ich meine nur mal kurz als Beispiel, hier eine von zig Pride Flags an einer deutschen Kirche, die wiederum getoppt wird mit einer schwulen Sexorgien-Bildausstellung in einer Kirche, wo Jesus Teil der Orgie ist. Und ein letztes Beispiel für heute, Kirche beteiligt sich an Demo gegen rechts. Nicht gegen Rechtsextremismus und Nazis und Gewalt, sondern einfach gegen die politische Strömung konservativ rechts. Das ist die Definition von politisch links grün übernommen zu sein. Gegen ein politisches legitimes Spektrum zu sein. Also, ich weiß nicht, ob es noch viel einfacher heute werden kann. Ich war gerade bei einem Queer-Gottesdienst, da wurde gesagt, ich darf mit meinen konservativen Werten, in der Form gehöre ich einfach dann nicht dazu. Ein queerer Gottesdienst, wo man ja eigentlich schon vorher weiß, an welche Leute man da gerät. Ja. Und sie da hingehen und sagen, Entschuldigung, ich bin der Meinung, was ihr alle tut, ist Sünde. Falsch, ihr alle kommt in die Hölle dafür. Nee, das habe ich nicht gesagt. Oder sowas. Aber auf jeden Fall all diesen Leuten ihr Leben und alles absprechen. Das sollte man verbieten, dass man sozusagen, man muss sich an die Mehrheit anpassen und sagen, okay, ich habe eine andere Meinung, aber ich muss jetzt... Nein, es geht um gegenseitigen Respekt. Es geht um gegenseitigen Respekt. Sind wir gerade respektvoll miteinander? Ich würde schon sagen, auch wenn es mal hitzig wird. Und das ist doch das Richtige. Richtig, richtig. Weil Sie mir aber gerade meine Meinung nicht absprechen. Wenn Sie aber zu einer Veranstaltung gehen, wo Sie wissen, dass das, was da gemacht wird, Ihnen nicht gefällt und dann rumpöbeln, dann ist das bewusstes Hetzen in meinen Augen. Das sehe ich anders, weil wenn ich dort meine Meinung kundtue, dann hat das nicht mit Z. Und nun aber mal langsam rein in die Messe. Mein Team wurde auch schon langsam ungeduldig. Ja, ich bin dann immer voll drin. Ey. Das ist promotechnisch auch schlecht und das wäre ganz furchtbar. Wir sind ja noch nicht mal reingekommen, das war unser Ziel heute, weißt du? Wir sind jetzt bei dem AfD-Stand sitzen geblieben, weil es natürlich interessant ist, dass die AfD nicht reinkommt, aber wir wollen ja rein. Also macht das eigentlich nicht für den Inhalt, sondern für die Klicks. Wir wollen den Inhalt von da drinnen filmen. Da kommt ja viele Menschen und wir haben ja jetzt mit euch geredet. Das Baerbock, das ist super. Brauchst du mich nicht für doof verkaufen, ich weiß, dass das PR ist. Oh, das ist ja PR, also Öffentlichkeitsarbeit. You guessed it. Willkommen auf YouTube, einer Plattform, auf der man probiert, Menschen mit seinen Inhalten zu erreichen. Und wenn ihr uns genau bei dieser Arbeit unterstützen möchtet, denn ohne eure Hilfe geht es nicht, dann schaut gerne auf ketzerderneuzeit.com für maximal basierte Kleidung in Modequalität vorbei.
Vielen, vielen lieben Dank. Und damit zu den letzten Worten dieser dankenswerterweise gesprächsbereiten jungen Menschen. Wenn Sie weniger pauschalisieren, können wir besser miteinander reden. Denken Sie mal darüber nach, weil ich versuche nicht zu pauschalisieren. Ich sieze Sie, ich bin respektvoll. Ich glaube, das hat nichts mit Siezen zu tun, wenn man jemanden pauschalisiert. Deswegen, dann machen wir das da drin jetzt. Dankeschön. Beten wir gerne für diese Jungs und Mädels und verhärten unser Herz nicht gegen sie. Das fällt auch mir ab und an schwer, aber glaubt's mir oder nicht, der universelle Wert eines Menschen wird nicht über seine politische Meinung definiert. Die andere Partei, die ja im Volksmund die Böse genannt wird, die AfD, die muss draußen warten. Ist das die Politisierung, die wir brauchen? Oder wir brauchen ja gar keine Politisierung. Aber da haben Sie ja gerade die richtige hier. Ich finde es total schrecklich. Auch die Antifa und alle, die hier einen Stand haben und die werden da wirklich gepusht und alles gut. Und eine Partei, die vom Volk gewählt wurde, die eine ganz große Lobby auch mittlerweile hat. Ne? Und ich habe das Parteiprogramm gelesen von der AfD. Ich finde da nichts Schlimmes drin. Sie sind für Familie, sie sind für unser Volk, für unsere Heimat. Für das Leben auch. Für das Leben. Und ich finde, da geht es mir eiskalt den Buckel runter, wenn dementsprechend sowas dann so politisiert wird, dass die Bösen sind. Oder? Genau. Scholz, Hüser, Baerbock, so kein Horst. Okay, ja. Sehr politisch, sehr, sehr politisch. Ich meine, wir sind am Stand der Grünen. Und da ist anscheinend die Baerbock. Da würde ich gerne mal sehen. Schauen. Keine Sorge, genau da machen wir bald weiter. Aber wo wir gerade schon bei Baerbock sind. Wenn es viele Menschen gibt, die Gott gehorchen, dann freut sich ein Volk. Wenn aber ein gottloser Herrscher regiert, dann kann es nur noch stöhnen. So heißt es in diesem Jahrtausende alten Buch der Bibel. Und wenn ihr mich fragt, kann man dieses Stöhnen heute im Jahre 2024 in unserem Land mittlerweile nicht mehr überhören und genauso wenig einfach leise stellen. Egal welche Meinungsverschiedenheiten wir dabei auch alle haben mögen, jener, der das Gespräch ausschließt, sich mit Verbot und Ausgrenzung Andersdenkender verhelfen möchte, der stand in der Geschichte stets auf der falschen Seite. Das, was ihr heute gesehen habt, war lediglich der Beginn eines Drehs, der es in sich haben sollte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Stand wir vor Ort dann gefunden haben und welchen dafür wiederum nicht. Es wird mal wieder etwas absurd. Zum Abschluss möchte ich euch noch ermutigen, über die folgenden drei Fragen erkenntnisoffen nachzudenken, damit wir sie dann in der nächsten Folge gemeinsam erörtern können. Erstens, glaubst du, es gibt so etwas wie objektive Moral, also gut und böse? Ist die Vergewaltigung eines Kindes immer und überall wahrhaftig schlecht oder ist dieses Urteil lediglich eine subjektive Wahrnehmung, die von Mensch zu Mensch oder Gesellschaft zu Gesellschaft anders sein könnte? Wenn gut und böse nicht subjektiv ist, wer oder was ist dann aber der Ursprung dieser objektiven Moral? Zweitens, glaubst du, dass wir Menschen, bestehend aus einem hochkomplexen Körper, dessen Funktionen wir bis heute nicht vollends entschlüsselt haben und das, obwohl wir einen brillanten Verstand zur Verfügung haben, einen Auslöser, also einen Grund hat? Hat also etwas die Materie und auch das Leben geschaffen? Oder glaubst du, dass nichts all das hier erschaffen hat? Und drittens der Klassiker, was glaubst du? Hat der Tod das letzte Wort über unser Leben oder gibt es da etwas, das mächtiger ist als der körperliche Tod? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Wer bis hierhin geschaut hat, unsere Arbeit unterstützen möchte und Interesse an maximal basierter Kleidung in echter Modequalität hat, der kann mit dem neuen wöchentlichen Rabattcode 10 entspannte 10% auf ketzerderneuzeit.com sparen. Ohne eure Unterstützung wäre dieses Medienunternehmen, zu dem wir uns als Team mittlerweile entwickelt haben, nicht möglich. Deshalb findet ihr alle Links, mit denen ihr uns unterstützen könnt, unten in der Videobeschreibung. Und damit sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.